sei diese Poesie, fragst du mich, und ich bin mir nicht ganz sicher. Vielleicht einfach die Zwischentöne, beginne ich zu sagen, bis ich den Faden verliere und sich meine Blicke wieder am schwankenden Horizont. Da sitzen wir. Zwischen verlassenen Flaschen und fast vergessenen Tatsachen überwachen wir das Versickern von Bierresten im Sand. Zwischentöne, habe ich gesagt. Und was ich damit meine? Ein Beispiel. Zeitsprung. An einem Zeitpunkt, an dem wir uns zeitlos auf bebenden Tanzflächen Boden verloren. Um uns im engen Gedränge eine dichte Menge aus dichten Menschen ihren Speichel vermengte mit tanzenden Titten und tanzenden Titten und tanzenden Titten inmitten von Tanzflächen. Wo apathisch trunkene Tusen wuseln, mit sympathisch runden Musenbusen, bedeckt von batikbunten Blumenblusen, fanatisch fummelnd mit Losern schmusen, Reste ficken für die Wichse weiße Weste. Da waren wir in einer Mischung aus Ekeln und Mitrekeln. Und was ich dort jetzt meine mit Zwischentönen, ist der Moment, der zwischen der lärmenden Enge innehält, bis sich irgendwie sowas wie Stille unter Zeitlupenvergrößerung von klebrigen Wänden schält. Das sind dann Zwischentöne, sage ich, und du scheinst nicht ganz zu verstehen, was ich damit meine. Wir sitzen am Elbstrand, folgen mit dem Blicken einem kleinen Bierbachverlauf, der mit behutsamer Behäbigkeit aus einer verlassenen Flasche entspringt und seine Reise in Richtung Elbe beginnt, ist bereits zu dämmern. Was ich meine ist, beginne ich von neuem das Dazwischen, das zwischen den Häuserzeilen lesen, das unter der Oberflächenspannung, an der unzählige Menschen ihre Körper mit Markennamen bekleben, als wären sie Litwassäulen. Nur dass Litwassäulen nicht noch Unmengen Geld dafür blechende Industrie als Werbeflächen zu dienen, denke ich. Und dort, an dieser Oberfläche, liegen für mich dann Zwischentöne in der fragwürdigen Frage, ob dort, wo nichts ist als Werbeflächenfluktuation, aus Markennamen tragen, dann nicht auch ein Konzept für Integration wird. Könnte man doch meinen. Denn zum einen bieten Burkas doch eine Unmenge ungenutzter Werbefläche. Und zum anderen würde mit Werbeslogan bunt bedruckte Burkas uns wohl auch viel weniger fremd vorkommen. Würden auch viel weniger auffallen im allgemeinen Markennamen, Werbband, Reklamenwahn. Zwischentöne sind manchmal blödsinnlos. Und meistens Fragemomentfragmente, sage ich. Fragen. Fragen ganz allgemein. Denn sein oder nicht sein eigenes iPad, das ist doch hier die Frage. Die Frage, ob Gott, falls es ihn gibt, er dann nicht so einige Probleme mit der Rechtfertigung seiner Herrschaftsansprüche hat, jetzt wo Steve Jobs auch im Himmel ist. Denn sind wir mal ehrlich, der hat die Sache mit dem Apple der Erkenntnis irgendwie besser rübergebracht. Schwarze Rollkragenpullover sind auch echt hipper als dieser altbackene Rauschebart. Und dass Gott sich ständig mit nackten Kindern hat malen lassen, war fürs Image. Nun ja, nun, wir sitzen im Morgengrauen am Elbstrand. Das Bier in der Hand halb leer, wir halb voll. Und obwohl es sehr, sehr früh am Morgen ist, rennt irgendein unangebracht wacher Hundebesitzer den Strand hinab. Hüpfend und quiekend und hochmotiviert animiert er seinen müden Hund zum Spielen. Und wir schauen fassungslos. Und fassen bloß kurz den Gedanken, diesem euphoriekranken Menschen auch ein Stück angesabbertes Holz zu bringen. Weil er sich wohl übertrieben würdelos darüber freuen würde. Wunderlich sind diese Menschen, sehr, sehr wunderlich. Und ich wundere mich und denke, Zwischentöne liegen vor allem auch im Wundern. Weil man beim Wundern von den wenig verwegen vorgegebenen Wegen des Hinnehmens abweicht. Wundern. Wundern über Welt und über Veganer, die Katzenfutter kaufen. Und wundern über Nachrichten und die Reaktion, die wir nach Nachrichten richten. Wundern über diese Gelegenheitsbetroffenheit, die wie Verlegenheitsbesoffenheit immer gerade so lange bleibt, bis uns brisante Insiderinformationen über die Sexualpraktiken von Politikpraktikantinnen wieder bequeme Ablenkungsgelegenheiten geben. Zwischentöne sind dann die Gedanken und Fragen zwischen klaren, sichtweisen Worten. Zwischentöne sind immer genau das, was abweicht. Das, was bewegt, sind für mich zum Beispiel auch der Geruch von warmem Sommerregen. Oder das Bühnenbodenbretter beben sind das Hochgucken und das Runterkommen sind kirschkernspuckende Kindheitserinnerungen und wir sitzen im Morgengrauen am Elbstrand. Zwischen verlassenen Flaschen und fast vergessenen Tatsachen überwachen wir das Versickern von Bierresten im Sand. Und dann sind auch dort irgendwie Zwischentöne. Wenn das Tanzen von Kranarmen wie Kraniche an warmen Sommerabenden in Elbwasserspiegelung spielt. Man sich beim Blättern durch Gitarrensaiten zwischen den Zeilen verliert
und sich die Welt so sehr im Kitsch verliert, dass es einen auch nicht wundern würde, wenn gleich eine Herde Regenbogen kotzender Einhörner Liebeslyrik aus dem Jamba-Spar-Abo rezitieren würde. Und wenn sich dann dort dazwischen, zwischen dem Kitsch und den kalten Füßen im Sand, wenn sich dann dort irgendwie sowas wie Stille zu uns an den Strand gesellt, dann ist das alles vielleicht einfach irgendwie meine Zwischentonleiter von Poesie. Dankeschön. Ihr Applaus für die Damen und Herren.